Wir setzen uns hier original hin, machen das hier, sonst hätten wir das ja voll umsonst aufgebaut. Ja, mit dir will ich auch nicht tauschen gerade. Warst du schon im Kältebecken, siehst nicht so aus. Nee, ich wollte direkt zum Kuchen. Hast du schon was gegessen auf Nein. dem Nein. Aber es ist noch genug übrig. Also wenn ihr noch Hunger habt, greift zu, aber ich werde dann was vom Rest nehmen auf jeden Fall. Er ist auch groß genug, also da wird auch was für dich übrig bleiben. Lukas, jetzt natürlich eine schwierige Frage. Die Frage, die normalerweise die Cheftrainer auf der Pressekonferenz zu beantworten haben. Wir haben uns natürlich viel vorgenommen. Die Halle war da, die Halle war voll und trotzdem am Ende reicht es eben nicht gegen die Füchse heute. Woran hat es gelegen? Wie hast du das Spiel gesehen? Ich habe gesehen, dass wir über weite Strecken eine gute Abwehrleistung hatten mit einem starken Torhüter hinten drinne. Dass wir ein bisschen viel haben liegen lassen am Anfang gegen der Milosavljev und dann in der zweiten Halbzeit auch gegen Kireev. Dann haben wir es mit 7 gegen 6 probiert, was über weite Strecken auch gut funktioniert hat, aber haben da trotzdem 2-3 Bälle mehr oder weniger ins leere Tor bekommen. Und haben es nicht so richtig geschafft, in der zweiten Halbzeit wirklich ranzukommen. Also es war dann immer so ein 3-Tore-Abstand, gefühlt immer, wenn man hochgeguckt hat, 3 Tore. Und dann kommen wir so ein bisschen wieder ran auf 2, ich weiß gar nicht, ob es sogar noch mal 1 Tor war. Haben es aber nie geschafft, das Ruder rumzureißen und in Führung zu gehen. Und ich glaube, das war so ein bisschen das, was uns zum Verhängnis wurde. Weil wir dann am Ende, ja, ich meine, wir wissen jetzt alle, die hier waren, das 5 Tore, glaube ich, nicht so hoch sind. Da wurde es dann am Ende ein bisschen einfach gemacht, dann war die Messe aber auch gelesen. Ich bin immer noch mittelmäßig bis sehr enttäuscht, weil, ja, wie du sagst, wir uns einiges vorgenommen haben, die Füchse auch geschwächt hierher kamen, mit 2 sehr wichtigen Spielern, die gefehlt haben. Und es wird nicht einfacher jetzt in Magdeburg. Ja, ich finde auch, man hat die Erleichterung auf der Füchsebank gesehen. Jaron Sievert ist die Anspannung direkt abgefallen. Wie ist denn die Stimmung in der Mannschaft? Ihr habt ja nochmal eine kleine Veränderung. Matej Klima kam jetzt noch dazu. Der muss schnell integriert werden. Insgesamt ist natürlich auch eine Drucksituation sicherlich zu spüren. Erzähl uns mal, nimm uns mal mit. Wie ist es gerade? Matej wurde erstmal sehr gut ins Team aufgenommen, glaube ich. Und ich glaube auch, dass es nicht schwer war für ihn. Das zeichnet uns hier aus. Jeder Spieler, der zu uns gekommen ist, der hat gesagt, man wird super schnell integriert und wir haben auch immer eine gute Stimmung in der Mannschaft. Das ist es nicht und ich glaube, der Coach versucht auch viel Druck von unseren Schultern zu nehmen und den mehr auf seine Schultern abzulegen. Trotzdem spürt man es als Spieler natürlich. Wir wissen selber, dass jetzt die Füchse Berlin, der SC Magdeburg, das sind derzeit zumindest Namen, die in der Tabelle über uns zu suchen sind. Aber wir hatten jede Saison, die wir in der ersten Liga gespielt haben, ob das, keine Ahnung, zu Hause Flensburg war, ob wir auch schon in Magdeburg, wo wir kurz vor Schluss mit 8 Toren geführt haben, die Halle leise wurde, die Zuschauer die Halle verlassen haben. Wir haben immer wieder für Überraschung gesorgt und ich glaube, uns würde jetzt mal so ein kleiner Break ganz gut tun, dass wir für so eine Überraschung in Magdeburg sorgen und das Zeug dazu haben wir. Wir haben immer noch eine gute Stimmung, wir arbeiten gut im Training, wir haben 3-mal sehr gut trainiert, jetzt auch vor dem Spiel. Das hat sich dann natürlich auch wieder gespiegelt, dass wir einfach kein schlechtes Spiel gemacht haben. Aber ja, am Ende halt die Berliner verdient und verdienter Sieger waren. Ich finde ja auch, das ist ja eigentlich auch das Schöne, also als neutraler Handballfan ist es ja eigentlich toll, aber für uns natürlich super schwer, diese Ausgeglichenheit der Liga. Du hast so ein bisschen die Top 5 vielleicht und dann aber wirklich ganz starke Mannschaften, die alle auf Augenhöhe sind und eigentlich auch gegen die Top 5 immer gewinnen können. Ich glaube, dass der Weg noch nicht zu Ende sein kann. 15 Jahre sind wir gegangen, haben einiges geschafft. Du stehst dafür wie kein Zweiter im Kader des SCFK Leipzig. Aber was glaubst du, wo geht die Reise hin? Wo wird es mal sein, wenn du auch mal deine Handballschuhe irgendwann an den Nagel gehängt hast vielleicht? Aber wie geht's weiter mit dieser Erfolgsgeschichte Grün-Weißer Männerhandball? Also ich bin mir ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass wir noch einige Dinge hier erleben werden, die wir schon mal erlebt haben, zum Beispiel wie das Final Four und vielleicht auch was wir noch nicht erlebt haben. Also bis ich hier aus dieser Halle gehe und mit Tränen wahrscheinlich mein letztes Spiel absolvieren werde, da ist auch noch ein bisschen Zeit, also ruhig Blut, ich bin auch erst 30. Ich glaube, wir werden da noch einiges erreichen und es sieht jetzt gerade natürlich nicht gut aus,
wenn man so auf die Tabelle schaut. Wir wissen aber auch, was in den letzten Jahren passiert ist, wenn du einfach einen Lauf hast und 5, 6, 7 Spiele in Folge nicht verlierst, wie schnell du auch in der Tabelle einfach nach oben steigst. Deswegen, es ist ein leichter Druck zu spüren in der Mannschaft, aber wir wissen auch, wie schnell das wieder gehen kann und wir wissen auch, wie gut wir eigentlich sind. Du bist erst 30, du hast gerade angesprochen und stehst trotzdem für die Mannschaft so ein bisschen wie der Alteingesessene, der immer schon da war, der zum Inventar gehört, der irgendwie auch immer seine Positionsmitspieler weggebissen hat, habe ich so das Gefühl. Es wurde viel versucht, dir wurden echte Granaten vorgesetzt und du hast trotzdem geschafft, dich immer durchzusetzen. Ich erinnere mich sehr gerne an so eine Situation in der Pausenhalle Süd drüben noch, wo wir nach dem Spiel VIP-Raum hatten und so dachte, der wird mal echt was. Da warst du dann wahrscheinlich 16 oder so. Da habe ich noch nicht geglaubt, dass ich was werde. Also wenn du das schon geglaubt hast. Du warst so unbekümmert. Ich habe immer gedacht, so, das hat ja immer imponiert, so, dass du einfach immer frei aufgespielt hast. Mal auf diese Zeit zurückgeguckt, 15 Jahre. Was sind deine Highlights? Was ist so das, woran du dich so gerne erinnerst? Ich erinnere mich wahnsinnig gerne an die ersten 2 Spiele, nach denen ich Stammspieler war. Also ich hatte es ja selber und das wissen auch die alteingesessenen Fans, sage ich mal. Ich hatte ja auch keine leichte Zeit am Anfang. Also unter Uwe Jung, Andreas hier, musste ich auch sehr, sehr viel kämpfen und wusste, wenn du jetzt einen verwirfst, dann wirst du wieder ausgewechselt. Und das ist natürlich nicht einfach für einen jungen Sportler und deswegen denke ich immer sehr, sehr gerne an die beiden Spiele zurück, als hier, ich glaube, ich weiß nicht mehr seinen Vornamen, aber Quist, der Nachname, ein Linksaußen. Michael. Zum Training, Michael war, glaube ich, der Halbe, der dann bei uns gespielt hat, aber es kam einer zum Probetraining und dann habe ich gesehen, okay, wir haben hier Uli Streitenberger und jetzt wird noch einer zum Probetraining eingeladen. Uli ist nicht der geht. Und dann habe ich die Woche sehr, sehr gut trainiert und Uwe hat dann zu André damals als Co-Trainer noch gesagt, ja, jetzt muss ja Bindi spielen, also können wir ja nicht anders machen. Und dann war es mein erstes Spiel und ich habe, ich glaube, 7 aus 7 geworfen, im zweiten Spiel wieder 7 aus 7 und seitdem habe ich dann gespielt. Und das war so ein positiver Bruch in meiner Karriere, wo es dann so ein bisschen nach oben ging. Und natürlich denkt man an jeden einzelnen Aufstieg gerne zurück. Also es gab ja auch bei Instagram zu sehen ein paar peinliche Bilder von mir mit einem Interview mit noch langen Haaren und noch sehr viel sächsischerem Akzent damals. Aber man denkt gerne zurück und auch wenn man die Bilder sieht, das ist schon Gänsehaut. Und natürlich ist dieser Aufstieg in die erste Liga einfach was extrem Besonderes gewesen, weil wir wissen, das ist die stärkste Liga der Welt und wir sind jetzt dort, wo dieser Verein immer hin wollte. Und es ist natürlich auch das letzte ganz große neben dem Final Four, was passiert ist und deswegen einfach noch so präsent im Kopf. Ich glaube, es gibt viele Highlights, wie du sagst. Ich bin extrem lange hier und habe schon sehr, sehr viele schöne Momente hier erlebt und es werden aber auch hoffentlich noch einige dazukommen. Auch wenn ich schon zum Inventar gehöre, ja, will ich auch noch ein bisschen spielen. Ja, und du gibst ja auch sozusagen dir selber recht, noch hast du so viel vor und siehst auf dem Parkett so unglaublich dynamisch aus. Du wirst das schaffen, auf jeden Fall. Lukas, ich danke dir, es war ein schönes Gespräch. Ich denke nochmal einen Riesenapplaus für unseren Co-Kapitän Lukas Binder. Dankeschön und vielen Dank für die Unterstützung und danke an dich.